Hallo YouTube, hier ist Tyron1992 wieder und hier heute habe ich wieder einen Gast dabei, da ist Hisuka wieder dabei. Hallo. Und heute machen wir die erste Manga-Review auf meinem Kanal, So, und was stellen wir heute vor? Shingeki no Kyojin. Attack on Titan. Heißt aber Shingeki no Kyojin. Das heißt Attack on Titan, steht sogar hier drauf. Warte, das hat man aber auch. Dann hat er untergeschrieben, ja, ich weiß. Ja, siehst du mal. Also, Attack on Titan, ich meine, es ist bei uns, hat aktuell 3 Bände. Hier haben wir den ersten Band. Hier haben wir den zweiten Band. Und den dritten Band. Wie weit ist das in Japan, weißt du das zufällig? In Japan hat es, glaube ich, 12 Bände. 12 Bände, gut. Also, und im Englischen sind auch 12 draußen. Ah, okay. Gut. Wir sind wieder ein bisschen langsamer, aber das ist ja Standard. Willst du ein bisschen die Zeichnung zeigen? Ich rede ja, ein bisschen gerne darüber. Okay. Man muss aber auch noch bedenken, dass dass die englische Version vorher der Deutsch, lang vor der Deutsch erschien. Als die Deutsch erschien, das war im Englischen schon 9 Bände oder so draußen. Also, während hier David ein paar Zeichnungen aus den verschiedenen Mangas zeigt. Ah ja, Leute, übrigens, das ist keine Skizze. Das ist tatsächlich der richtige Manga. Ja, das ist wirklich so, dass wenn man den Anime, habe ich ja davor gesehen. Ich auch. Die Zeichnungen sind sehr anders. Man erkennt zwar die Charaktere auch, ja, man erkennt Mikasa, man kennt Eren, aber es ist wirklich was ganz anderes. Reden wir erstmal über die Story, ja? Ja. Das spielt in, ist das eine, soll unsere Welt schon sein, meine ich, im Mittelalter. Ich meine, ich wurde nie Name der Welt gesagt, eine alternative Welt unserer Welt. Nehmen wir mal. Und auf jeden Fall, die haben so, technisch ist das so Mittelalter und die Mensch, eines Tages kam da halt so eine Wesen, die Titanen, hast du ja gerade was gezeigt, zufällig. Und diese haben angefangen, die Menschheit zu jagen und aufzuessen. Und die Menschheit hat sich halt hinter solchen riesigen Mauern dann verbarrikadiert. Genau, da kann man gut sehen. Und jetzt in der Hauptstory ist der äußerste Ring jetzt kaputt gegangen, wodurch wieder fast ein Drittel der Menschheit der Platz ausgegangen ist. Und wir verfolgen halt Eren Jäger und Mikasa Ackermann, deren Mutter von Titanen getötet wurde, die jetzt ja dann mit diesem 3D-Manövergier, ich glaube, das 3D-Manövergier hat sogar auch hier so eine extra Infoseite. Auf jeden Fall, und Eren hat ja gesagt, er möchte jetzt alle Titanen töten. Und dann kommt ja später raus, dass der sich ja auch in einen Titan verwandeln kann, weil er mit dem 3D-Manöver-Gear ja nichts reißt. Der Einzige, der da wirklich was reißt, ist Mikasa. Weil Eren, ich glaube, das war ja nur, was gab es ja nur im Anime, diese Stelle, wo man hier dieses Training sieht. Das gibt's ja hier im Manga gar nicht. Zumindest nicht so in der Größe halt. Im Oma sagt es irgendwann im Manga einen Rückblick. Also hier hast du nach zwei Größen vielleicht sein? Ah ja. Weil es gibt nämlich genau, weil davor kam die Titan nicht rein, weil diese Mauer ist 50 Meter groß. Und dieser Koloss-Titan, den man da sieht, der war der Einzige, der das aufmachen konnte. Und dann sind halt die Titanen durchgekommen. Und ich sag euch jetzt schon, ohne Spoiler, wenn ihr versteht, Spoiler, ich kann schon jetzt schon sagen, dass dieser große Titan auch ein Mensch ist, der sich in einen Titan verwandeln kann. Das sage ich zu 98%iger Wahrscheinlichkeit. Ich hab die Antwort. Ja, wirklich, ich weiß es auch, was er sagt. Hab ich recht, denn? Du hast recht, ja. Da siehst du, Spoiler, Ende. Und wie gesagt, also, ich fand es damals als Anime gut, also hier haben wir das 3D-Manöver hier nochmal gut sehen. Da sind so eine Fäden halt dran. Und damit können die sich halt ganz schnell bewegen und ist auch mit die einzige Möglichkeit, diese Titanen richtig umzubringen. Ja, ansonsten, interessanterweise, die Titanen kriegst du nur an einer Stelle tot, indem du sie am Nacken da verletzt. Und ansonsten ist nichts weiter dazu zu erzählen. Das ist halt der ganze Plot schon. Es ist jetzt nicht der Mega-Plot, aber ich finde die Kämpfe halt sehr, sehr gut gemacht. Mit diesen Manöver gehst du auch, kam auch im Anime sehr gut rüber. Du hast ja, hast auch Bände davon? Ich habe die englische Bände bis jetzt bis Band 5. Also ich habe auch den Anime natürlich gesehen. Die Musik das ist sehr Beste gut. Das Beste am ganzen Anime ist die Musik. Sonst, ich muss sagen, ich habe damals, bevor überhaupt ein Hype ausgebrochen ist, damals mal die Scanlation zum ersten Band auf Deutsch gelesen gehabt. Und da dachte ich, okay, ich hatte irgendwie gedacht, das wäre jetzt so Dark Fantasy. Ich hatte gehofft, okay, wir können dann die Warte aufs neue Berserk-Chapter halten. Berserk. Ja, auf alle Fälle. Dann hatte ich es aber irgendwie aus den Augen verloren und noch ein Jahr später oder 2 Jahre, kam dann Anime. Und ja, okay, schaue ich mal rein. Und ab dem Zeitpunkt, wo sich Eren zum Titan verwandeln kann, ging es bergab mit diesem Anime. Es hat einfach nicht gepasst. Viele sagen ja auch, Attack on Titan ist nichts weiter als normaler Standard schon für mich. Ich mag, wie lese One Piece, ich mag auch Bleach, aber
ich muss sagen, ich bin hier dann einfach mit den falschen Erwartungen rangegangen. Mhm. Ich habe gedacht, mich erwartet da Fantasy wie in Berserk. Und das wurde nicht erfüllt. Wäre ich vielleicht mit anderen Erwartungen da rangegangen, würde ich dem vielleicht besser gegenüberstehen. Mhm. Meine Bewertung, ich werde den Mann auch auf Englisch weiterkaufen, um zu wissen, halt, wie es ausgeht. Was denkst du eigentlich, dass wir doch mal richtig die herbekommen, wo die ganzen Titanen auch herkommen, ob wir das mal erfahren werden? Oder wird es einfach dann sein, ja, die sind halt einfach da gewesen? Weil das sind ja, ich bin ja so ein Mensch, ne? Ich will immer diese ganzen Hintergründe wissen. Ich will wissen, wo die Titanen herkommen. Oder ich möchte auch wissen, was der Vater Irren da denn gespritzt hat, dass der sich in einen Titan verwandeln kann. Ich denke immer, das wird schon noch rauskommen, aber wenn es wirklich drauf hinausläuft, dass, wie viele vermuten, dass es ein Virus ist, ist der Manga der größte Dreck für mich da. Ab diesem Zeitpunkt, also wirklich. Dann haben wir nämlich Resident on Titan. Ja, wenn es wirklich ein Virus wäre. Genau, also ich meine, viele vermuten das ja. Hast du sicherlich schon mitbekommen? Nee, noch gar nicht. Habe ich jetzt zum ersten Mal gehört mit dem Virus. Also dann viele denken ja, dass irgendwie so ein Virus ausgebrochen ist oder sowas und da. Ja, also ich meine. Also das hoffe ich auch ehrlich gesagt nicht. Mir wäre es am liebsten, wenn es irgendwie tatsächlich. Meinetwegen, wenn es irgendwie auch einen anderen Monster-Spezies oder so gekommen wird, oder ein Experiment, von dem Mensch, was schiefgelaufen ist, vielleicht. Ja, sind auch so ein Monster Resident Evil. Nee, wir sind ein Virus. Ich wollte, dass die vielleicht an den Menschen so rumexperimentiert haben und dann kam da so ein Titan. Aber das irgendwie wird lieber halt, dass man doch von irgendwas noch Übernatürliches machen ja, würde. Ja, klar, dass das Übernatürliches irgendwas ist. Irgendwas noch, ne? Und wie gesagt, an sich, ich werde mal weiter, um zu wissen, wie es endet, aber. Also, ansonsten würde ich sagen, es ist jetzt kein Must-Have. Ich würde sagen, ansonsten ist der zu empfehlen für jeden, der halt so ein bisschen Shonen halt mag, ja. Der diese Thematik mit dem Mittelalter cool findet, der halt insbesondere den weiblichen Charakter, Mikasa ist da ja sehr cool. Ja, das stimmt. Also Leute, Eren ist nur als Titan cool. Wenn euch das denn hier drauf steht, dann holt euch die, dann baut auf den weiblichen Hauptcharakter. Obwohl ja die Shonen ja eigentlich immer auf den männlichen Hauptcharakter ja aufbauen sollen, aber nimmt mich das an. Na, denk ans Ende vom Anime. Eren bekommt auf die Fresse, steht auf, haut dem Titanen rein und gewinnt. Ja, das stimmt. Nee, auf jeden Fall, ansonsten bei uns ist das bei Carlsen erschienen. Der Band ist ab 16, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber wir sind alle ab 16. Nee, allgemein, okay, aber so hardcore finde ich das jetzt gar nicht. Aber es ist in Ordnung. Die englische Version ist, glaube ich, auch ab 16. Der Beste ist ja immer noch die Stelle, wo die in diesem Wald sind. Mhm. Und da haut der einen Titan so einen am Baum. So ein großer Titan haut einen am Baum. Und platsch. Der Mann ist nicht platsch, der hat nur so eine kleine Blutspritze. Der Typ rutscht dann so runter. Aber der ist tot. Ist tot, ja, aber ich meine, guck mal, wenn so ein riesiger Titan so BAM, ja, gut, dann müsste nichts mehr da sein. So, Nega, auf jeden Fall, wie gesagt, die Zeichnungen sind halt anders als wie, ich mach nochmal so, damit man es nochmal so sieht, als wie im Anime. Also trotz allem wollte ich den halt gerne haben. Ich war auch echt kurz davor, mit denen auf Englisch zu kaufen. Aber dann haben wir ja noch hier raus. Aber auf Englisch gibt es eine Wende. Und ja gut, da muss ich halt ein bisschen warten. Aber die kommen bei uns auch alle 2 Monate jetzt raus, im regelmäßigen Abstand. Ansonsten, der Band kostet 6,95 und der ist ein bisschen größer als ein Standard-Carlsen-Band. Damit haben sie ja so extrem geworben ja auch. Das ist größer als ein Standard-Carlsen-Band. Ist das nicht unglaublich? Das ist ein Zufall, wir sitzen ja da mit einem Manga-Band. Das ist ein Dragon Ball-Band. Ja, er ist ein bisschen höher. Wow! Ey, damit haben die richtig geworben. Ich weiß, ja. Also, tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber damit zu werben, ich meine. Du sagst jetzt keine gehätigen Verlage, okay, also halte ich mich jetzt zurück. Nein, aber ansonsten, die sind ja nicht. Ich weiß, die Englischen sind größer, ist ja nicht so. Warte mal, die sind so groß wie Design Pokémon. Band. Ja, aber trotz allem finde ich das jetzt nicht wesentlich. Ja, gut, ist auch nicht viel größer. Na doch, oben schon mal. Ja, aber wie gesagt, ansonsten habe ich nichts dagegen, weil ich weiß, dass sich ja die unsere Mangas ja ansonsten sehr von der Größe an die japanischen richten, insofern geht das völlig in Ordnung. Ansonsten, was sagst du, wen würdest du den Manga noch empfehlen? Jeder, der halt, wie gesagt, Shonen mag, so ein bisschen Action an Dark Fantasy-Freunde würde ich es nicht empfehlen. Ich würde so jeden, der. Wenn man bei dem überhaupt nichts gerade zu lesen oder zu schauen hat, kann man reinschauen. Jeder, der vielleicht auch so Mittelalter mag, wem könnte ich es empfehlen? Jeder, der den Anime überlegen findet, jeder, der gute Musik macht, aber da haben sie auch nur den Ost rein. Ja. Ich würde den Manga, wer Schule mag, kann reinschauen. Genau. Ansonsten, das war Attack on Titan. Das war erste Manga-Vorstellung auf meinem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Tyron 1992.